Zu einem anderen Thema. Sie gehören zu Weihnachten wie der Christstollen und die Weihnachtsgans. Leckere Lebkuchenprinten. Die berühmtesten in Deutschland, die kommen dabei aus, na woher schon, aus Aachen. Und was Aachener Printen mit dem Wiederaufbau in Afghanistan zu tun haben und warum sich Bill Clinton sich dafür jetzt auch interessiert, das verraten wir Ihnen jetzt. Lebkuchen, Printen oder Plätzchen. Bei Lamberts in Aachen haben Backwaren 300 Jahre Tradition. Und normalerweise schaut Firmenchef Hermann Bühlbecker hier regelmäßig selber nach dem Rechten. Zurzeit muss die Firma aber ohne ihn auskommen, denn er ist in New York, besucht dort auf Einladung von Bill Clinton dessen Kongress zur Global Initiative und findet sich in prominenter Gesellschaft. Es ist sehr inspirierend, hier zu sein mit mehr als 50 Staatschefs, die beiden aktuellen Kandidaten für die nächste Präsidentschaft, der ehemalige Präsident Bush, Königin von Jordanien. Es ist schon toll, was Clinton da schafft, diese Menschen auf höchster Ebene zusammenzubringen. Einmal im Jahr bringt der ehemalige US-Präsident mit diesem Kongress Entscheider aus Politik und Wirtschaft zusammen, um weltweite Hilfsprogramme zu organisieren. Dem Macher Bühlbecker gefällt die Einstellung, mit der man hier zusammenkommt. Hier wird nicht nur gesprochen, hier gibt es Arbeitssitzungen, in denen man dann auch mit diesen Staatspräsidenten, Wirtschaftsführern zusammen ist und mit denen man dann eben auch dran arbeiten kann, einen kleinen Beitrag für eine bessere Welt zu leisten. Sein aktueller Beitrag ist der Wiederaufbau im vom Bürgerkrieg zerrütteten Afghanistan. Seine Idee? Wir werden eine ganze Anzahl junger Menschen aus Afghanistan nach Deutschland bringen und die in Deutsch kundig machen und dann 3 Jahre lang mit einer intensiven Berufsausbildung versehen, im Süßwarenbereich, im Bäckereibereich, im Backbereich und so weiter, sodass die nach 3 Jahren in ihr Land zurückkommen und aktive Hilfe beim Wiederaufbau leisten können. Schon im Februar des nächsten Jahres sollen die ersten 5 bis 6 Afghanen nach Deutschland kommen und in Aachen ihre Bäckerlehre beginnen.